Ja, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Heute geht's im zweiten Teil von der Gardena-Serie um die Heckenschere. Und zwar nennt sich die, Moment, die nennt sich Aku Easy Cut LI 80, 1850. Das ist praktisch nur die Heckenschere ohne den Akku, weil den Akku habe ich schon bei einem anderen Gerät dabei gehabt und den kann man dann praktisch für alle Geräte gleichzeitig verwenden. Da erspart man sich dann eben schon einiges an Geld, wenn man das Ding ohne Akku kauft und ohne Ladegerät. Wir machen das jetzt einfach mal auf und schauen, was da genau drin ist. Also, Problem bei mir ist ja, ich habe eine Thuja-Hecke über den ganzen Garten verteilt und bisher habe ich das immer geschnitten mit ganz normaler Heckenschere und Stromkabel und das ist furchtbar. Also, was ich schon Stromkabel zusammengeschnitten habe, beziehungsweise den ganzen Ärger, den man damit hat, das möchte ich jetzt eben mit so einer Akku-Heckenschere vermeiden, damit ich einfach das Ding schneller schneiden kann und einfach nicht mehr schauen muss, wo das Kabel ist. Auf. Gardena ist eine bekannte Marke, die kommt hier aus der Ecke, aus Ulm und stellt hochwertige Gartengeräte her, gehört jetzt zur Husqvarna-Gruppe, ist also nicht mehr eigenständig. Und ja, also da kann man auch mal kurz hinfahren, dann ein Ersatzteil kaufen. Ihr seht hier, so nennt sich das Gerät, Akku Easy Cut LI 1850. 18 Volt hat die. Das Messer ist 50 cm lang, 16 cm Abstand, also bis zu 16 cm, das heißt 16 mm Abstand. Also für eine Thuja soll es auf jeden Fall ausreichen, denke ich mal. Wir haben auch noch Buchs, da müsste es auch noch klappen. Und hier steht dann das auch nochmal, dass eben kein Akku mit dabei ist. Aber den bin ich gerade schon am Aufladen, weil ich das erste Video auch schon fertig gedreht habe. Und da war eben der Akku dabei. So, schauen wir uns die Seite mal genauer an. Was ist da alles abgebildet? Hier nochmal der Akku. Da gibt es so einen Knopf, da kann man drauf drücken. Dann sieht man, wie viel Kapazität da noch drin ist. Ist sehr hochwertig. Man kann mit der Maschine auch über Kopf arbeiten. Ja gut, das kann man eigentlich mit jeder Maschine, denke ich mal, oder? Dann seitlich arbeiten. Und jo, aber das brauche ich zum Beispiel schon, weil meine Hecke doch ziemlich hoch ist. Was haben wir sonst noch draufstehen? Soft Grip, jo, 80 Minuten Laufzeit. Das wird sich herausstellen, ob das dann wirklich 80 Minuten sind. Werde ich morgen zwar nicht vollkommen testen, aber ich schaue einfach mal morgen, was die Power hat. Es ist noch ein bisschen früh für Heckenschnitt bei mir, aber einfach mal zum Schauen. Zum Testen, was da Power drin ist, das sollte man schon machen morgen mal. So, jetzt machen wir das ganze Ding mal hier auf. Sorry, dass ihr das nicht seht, aber das Paket ist einfach so riesig. Kriegt es gar nicht hier drauf auf die Kamera. Gut verpackt auf jeden Fall. Jo. Und beim nächsten Video gibt es dann eben noch den Laubbläser, den habe ich nämlich auch noch dazu bekommen. Der ist dann praktisch dazu da, um Grünzeug oder sonstige Sachen zu entfernen. Zum Beispiel dann eben vom Heckenschnitt, dass man da eben das wegbläst und so weiter und so fort. Bin ich mal gespannt, ob der dann auch die Power hat. Der wird dann auch über diesen einen Akku betrieben. Ich kämpfe hier noch mit der Verpackung. Hilfe! So, jetzt sieht er gar nichts mehr. Aber ich muss das bloß mal kürzen. Was ist das für ein Karton? Ich bin gar nicht auf. So eine Verpackung habe ich ja noch gar nicht gesehen. Jetzt. Ah, jetzt. Langsam wird es.
wieder eine Anleitung, wie auch schon beim Rasentrümmer. 50.000 Sprachen, ein Riesendrum. Also, ich glaube, da kann sogar der Chinesische was anfangen. So. Was kommt da drinnen? Das müsste der Griff sein. Das muss mal kurz auf, dass ich mal reinschauen kann. So, ja. Sieht nach Griff aus. Seht ihr? Der wird dann, denke ich mal, bloß montiert. Passende Schraube dazu. Das ist schon mal gut. Oh, das war der Griff, aber er hat es überlebt, Juhu. So. Probierung fertig. So. Genau. Dann schauen wir mal in die Tüte rein. Im Gerät, also vom Gerät her geht es auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall nicht schwerer wie meine bisherige. Gut, der Akku ist ja noch nicht drin. Das kommt dazu. So sieht das aus. Guter Kunststoff, also Gardena hat super Kunststoffverarbeitung. Hier kommt dann der Akku rein. Der ist gerade schon beim Laden, den kann ich euch momentan noch nicht zeigen. Das ist das Schwert. Ich mache es jetzt nicht ganz runter, weil das alles noch ölig ist. Aber ihr seht schon. Gut eingeölt, gut verarbeitet. Mal gucken, ob es scharf ist. Ja, sehr scharf sogar. Also muss man aufpassen. So, und hier kommt dann praktisch, denke ich mal, der Griff so hin oder auch so hin. Muss ich mal schauen in der Anleitung. Und zwei Schrauben dran. Und dann war es da schon mit der Montage. Das mache ich jetzt kurz und dann melde ich mich wieder zurück bei euch. Gell? Bis später. Ich bin wieder zurück und habe den Griff hier montiert. War leider alles nicht so einfach, wie es war. Mir ist doch vorhin dieser Griff am Boden gefallen. Habe ich gemeint, kein Problem. Einfach hinmontiert. Und dann blieb dieser Schalter hier oben immer drin hängen. Also das Rote, das blieb praktisch immer drinne. Und ich habe es montiert und hier noch geschmiert und ging nichts. Bis ich gemerkt habe, dass unterm Tisch eine Feder lag und die muss da rein. Und die drückt letztendlich den ganzen Schalter immer nach hinten. Konnte ich lang probieren. Aber jetzt ist es montiert, funktioniert. Und nur wenn beide Griffe gleichzeitig gedruckt werden, läuft dann auch eben die Heckenschere. Ja. Ich kann es jetzt nur noch nicht testen. Wie gesagt, der Akku ist noch nicht vollgeladen. Morgen, wenn es voll ist, gehe ich dann mal nach draußen. Viel werde ich nicht an der Hecke wegnehmen, weil die eigentlich noch gar nicht dran ist, aber bloß mal zum Testen von der Lautstärke her und so weiter werde ich einmal kurz drüber gehen, damit man einfach sehen kann, ob die Power ausreicht für die Hecke. Jo, mal gucken, wie sie noch von unten aussieht. So, da hier kommt dann der Akku rein und das Messerblatt habe ich ja schon gezeigt. Der Akku, den lade ich hier hinten auf. Seht ihr, so sieht der Akku dann aus. Ist ein bisschen dunkel, Moment, ich mache Licht. So sieht der Akku dann aus. Ladegerät habe ich hier hin. Aber wie gesagt, in diesem Set ist der Akku nicht drin. Es gibt aber die Maschine auch inklusive dem Akku, sodass es also komplett ausgestattet ist und dass man dann gleich alleine mit dem loslegen kann.